Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Zapunzels Orakel. Die nächsten 24 Stunden werden in den Fokus genommen. Und ich hatte dir gestern versprochen, dass ich heute das Hauptaugenmerk mal aufs Kollektiv lege. Da es eine allgemeine Legung ist, schaust du einfach, welche Impulse für dich Sinn machen und all das, wo du nichts mit anfangen kannst. Lass einfach weiterziehen. Ich suche mir mal eine Hauptenergiekarte für die nächsten 24 Stunden. Wie bist du drauf? Was ist so los in puncto Liebe? Ich habe die Legung für den Mitgliederbereich gemacht. Da gab es eine Gegenüberstellung und da war sichtbar, dass der Otto wieder dabei ist, sich zu bekrabbeln. Hatte ja ein bisschen Stress über die Feiertage, Familienthemen, die nochmal hochgekommen sind. Das scheint aber jetzt wieder in eine positive Richtung vorwärts zu gehen. Der braucht ja immer ein paar Tage, um sich zu reflektieren. Ja, gucken wir mal, was los ist. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen, was ist mit meinem Kollektiv? Wie geht's denn dir? Wie stehst du denn da in puncto Liebe? Wie ist deine Energie? Da gehen die Menschen ja unterschiedlich mit um. Wenn der Otto seine Probleme wälzt, beziehen viele das auf sich, merken, die Energien sind nicht gut auf der anderen Seite und dann schwupps wird gedacht, ich habe irgendwas gemacht, was ihn aufgeregt hat. Nee, das Leben besteht aus vielen Menschen und es gibt dann auch schon mal noch andere Menschen, die so seine alten Muster noch mal aufreißen. Ja, du stehst da mit den sieben Stäben, die sieben Stäbe. Du stehst hier auf dieser Karte eigentlich im Licht, aber da kommen jetzt von allen Seiten so gewisse Herausforderungen auf dich zu und du hast den Stab, ne, so quer vor deinen Körper gehalten. Sagen wir mal so, zum Kampf bereit. Diese Stäbe, die da aber in deine Richtung gerichtet sind, die haben obendrauf alle Male sowas wie ein Hufeisen. Im Grunde sind diese Herausforderungen wahnsinnige Chancen für dich, dich weiterzuentwickeln. Auch, dass der Otto immer mal wieder piekst in deine alten Wunden. Das ist im Grunde nichts Schlimmes, wenn du denn bereit bist, an dir zu arbeiten. Du musst dir nicht den Kopf über den Otto zerbrechen, das darf er schon selber tun. Was du wohl darfst in dieser Verbindung, ist zu lernen, dein Gefühl einzusetzen, deine Intuition einzusetzen und mal zu gucken, wieso kommt es immer zu diesen komischen Situationen, dass ich mich herausgefordert fühle, dass ich das Empfinden habe, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was verändern, damit er sich verändert. In erster Linie, glaube ich, geht es bei dir erstmal darum, dich so anzunehmen, wie du bist. Zu wissen, was du mit dir anfangen kannst, wenn du zum Beispiel mal 5 Tage nicht arbeiten musst. Nochmal zu überprüfen, was in deinem Leben vielleicht herausfordernd ist. Ich weiß, dass viele ihre Arbeit lieben, aber manche verstecken sich auch hinter ihrer Arbeit, weil da kann man sich wunderschön ablenken, da hat man auch Ansprache, da weiß man, was man wert ist. Wichtig aber auch im Alltag zu wissen, was man wert ist. Ja, guck einfach jetzt so die nächsten 24 Stunden nochmal, warum fühlst du dich von aller Welt herausgefordert? Und wieso hast du auch noch das Empfinden, deinen Standpunkt verteidigen zu müssen, wenn du eine Ausstrahlung hast und ein Statement hast, dann musst du dich nicht mehr unbedingt erklären, dann bist du, wie du bist und die anderen verstehen dich blind, weil du einfach solche Leute in dein Feld ziehst, die so ähnlich ticken wie du. Und solange es eben mit Otto noch herausfordernd ist, kann ich dir nur ans Herz legen, geh deine eigenen Themen an. Die stricken sich individuell ein bisschen unterschiedlich und ich kann in den allgemeinen Orakeln halt auch eben immer nur ein bisschen inspirieren, zum Nachdenken anregen. Mehr ist es nicht. Die privaten Readings, da weiß ich, dass viele die wirklich als Grundlage nehmen, um an sich zu arbeiten, weil die Themen da einfach genauer auf den Tisch kommen. Aber ja, ist wie es ist. Wir gucken mal weiter.
Wo befindest du dich denn jetzt gerade innerhalb dieses Prozesses? Wenn ich von Prozess rede, rede ich von Zwillingsseelen, Dualseelen, Seelenpartnerprozess. Aber all die, die für die Liebe schauen können, die einen oder anderen Impulse vielleicht auch für sich mitnehmen. Ja, wo du gerade stehst, ist hier, wir haben den Kandelaberkaktus. Ein Kandelaber ist ja ein Armleuchter. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also ne, so ein Kerzenhalter mit mehreren Armen. Das heißt, du bist eine sehr lichtvolle Gestalt. Man sieht es hier auch, ne? Eine sehr lichtvolle Gestalt. Du hast altes Wissen. Du bist auch mit wenig zufrieden. Du brauchst nicht viel Wasser. Du brauchst nicht, ne? Wasser steht immer für Gefühl. Du brauchst nicht viel und kannst trotzdem leuchten. Aber vielleicht siehst du es schon. Hier sind Hörner, da sind Stacheln. Ob das jetzt in der Liebe unbedingt notwendig ist, sich hart zu geben, das geht jetzt wirklich an die, die eher Team Otto-mäßig noch unterwegs sind, innerhalb dieses Prozesses. Ja, warum brauchst du das? Das sind alte Verhaltensmuster. Kann sein, du gibst dich cooler, als du dich einfach fühlst. Kannst vielleicht auch nicht gut Schwäche zulassen. Darum geht es auch in diesem Prozess, dass man lernt, Schwächen zuzulassen. Der Otto ist häufig schwach, aber der kann auch stark sein. Du bist häufig stark, aber du bist die Frau in den meisten Fällen und darfst auch mal schwach sein. Wenn du jetzt als Mann zuschaust, umdenken, aber der Fragenstellende ist immer die Frau in den Legungen. Es geht hier um Einfallsreichtum, mal zu überlegen, ob du vielleicht auch ohne Hörner und Dornen an seiner Seite punkten kannst. Du musst ihm doch gar nicht beweisen, wie tough du bist. Vielleicht möchte der Otto eine Frau, die zwar stark sein kann, weil er weiß, er braucht eine starke Frau an seiner Seite, weil er einfach ganz genau weiß, wo seine Schwächen sind. Und da braucht auch schon mal jemand, der ihm pflegt, in den Allerwertesten tritt und ihm ein bisschen Pfeffer, ihr wisst das. Aber er braucht vor allen Dingen eine Frau, die weich ist, die gütig ist, die barmherzig ist, die emotional ist, liebevoll ist, warm ist. Ja, und gibst du dich so in Ottos Richtung, dann kann er doch schon mal sein, dass der Otto dir den Spiegel zeigt und ja, Dinge tut, die dir dann in dem Moment auch nicht so richtig schmecken. Deinem inneren Kind fehlt Folgendes. Mein inneres Kind begleitet mich bei der Wahrheitssuche. Das höchste Bewusstsein weiß alles. Nichts ist ihm fremd. Mein inneres Kind hilft mir, mein Interesse zu fördern, mich diesem Bewusstsein zu öffnen. Was ich über andere weiß, ist nicht die Wahrheit, sondern ein Wissen, das ich mir zurechtgelegt habe. Ich schließe Freundschaft mit der Wahrheit und lade sie ein, zu mir zu finden. Ich nehme das Leben im Außen nicht mehr so wichtig und bewerte daher auch nichts. Aber es ist immer so viel einfacher, sich über Otto aufzuregen, als mal zu gucken. Ich sehe heute ein bisschen verwüstet aus. Ich komme gerade vom Wohnzimmer streichen, gehe gleich in die Badewanne. Aber ich hatte gedacht, ich mache das jetzt noch eben. Immer einfacher bei den anderen, dann nach dem Haar in der Suppe zu suchen, zu sagen, der ist so albern, der Otto, der ist was wie ein Kind, der ist, Gott weiß ich, wie er ist, aber er ist ja der Mann, den du liebst. Und warum beschäftigst du dich so sehr damit, bei ihm zu gucken, was er alles falsch macht? Guck doch mal auf dein System und was ist in deinen Gedankengängen schon von vornherein negativ behaftet? Und warum wunderst du dich dann, dass dein Außen dir das widerspiegelt? Also die Welt spiegelt dich eh, aber dein Otto ist ein Weltmeister im Zurückspiegeln und läuft es irgendwie unrund, dann mach es. Na, in deinem System einfach mal ein bisschen fluffiger und wirst sehen, dann klappt das auch besser. Und mein inneres Kind steht für Friedfertigkeit. Frieden finde ich in mir selbst und nicht im Außen. Es ist ein hohes Gut, welches mir Wohlgefühl beschert. Und ich fördere inneren Frieden, wenn ich mir selbst Raum zur Entfaltung schenke und in mich einkehre. Ja, entfalten kannst du dich aber nicht, wenn du von morgens bis abends einem Job hinterherrennst. Die meisten
machen auch noch einen Job, den sie irgendwann mit 18 mal gelernt haben, und gehen nicht wirklich drin auf. Nicht die meisten, aber doch viele. Ja, und wenn du den Einklang mit dir selbst finden willst, dann funktioniert das einfach nicht. Wenn du durch dein Leben galoppierst, dann machst du es dir einfach, indem du deine Unzulänglichkeiten auf den Otto abwälzt. Und wenn der Otto dann Spaß hat, dann ist es auch noch schlimm, dass er Spaß hat. Dann hast du Mitleid mit dir selber, weil dein Leben eben nicht so ist, wie es sein könnte. Gib ihm dafür nicht die Schuld, weil da gibt es keine Schuld zu verteilen. Das geht jetzt nur an einen speziellen Teil, ich weiß es, aber es liegt auf dem Tisch und deshalb kann ich es auch nicht anders erzählen. Wie gibst du dich in Ottos Richtung? Ja, auf der einen Seite verliebt, verliebt, verliebt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich mit dir zu tun habe, machst mich glücklich. Die Zeit wird nie vergehen mit dir oder die Zeit mit dir soll nie vergehen. Lust auf ein Date, aber das sagst du ihm natürlich nicht. Dann verweilen, ne? Wenn Otto dann irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann fängst du an, die Nähe zu verweigern, stößt ihn weg von dir. Deine Nähe ist mir unangenehm, löst Gefühle aus, mit denen ich nicht umgehen kann. Bleib weg, bitte, das ist besser für mich. Zu viel Nähe engt mich ein. Ich bin wie ein Vogel, ich brauche meine Freiheit und das ist auch wieder sowas, ne? Dring, dring, wo sich da die alten Verhaltensmuster wieder an die Oberfläche wagen. Es gibt nichts Schöneres als eine Nähe zu einem anderen Menschen, wenn man sie denn zulassen kann. Wenn man sie nicht zulassen möchte, aus irgendeinem Grund, hat das damit zu tun, dass man versucht, sich zu schützen. Und das ist Maske. Ich räume die Karten jetzt alle mal wieder weg und dann machen wir eine kurze Gegenüberstellung. Mit zweimal Lenormand, glaube ich, mache ich das jetzt. Und dann gucken wir mal, was in den nächsten 24 Stunden bei Otto so los ist. Nee, bei dir so los ist, sorry, in deinem Köpfchen. Eine Bitte noch, da ist er schon. Ja, du darfst dich mal wirklich damit auseinandersetzen. Was brauchst du denn, um dich hier geborgen zu fühlen, zu Hause zu fühlen, deinen Spaß zu haben, stabil zu sein? Was brauchst du denn? Ist das wirklich Otto, den du dafür brauchst? Muss der Otto dich dann nochmal auf den Arm nehmen, damit du diese Geborgenheit spüren kannst? Das war jetzt ein bisschen provokant. Ich weiß, dass ich hier starke Menschen im Kollektiv habe, aber das ist halt meine Art und ja, ihr kennt mich ja. Was braucht es denn, damit mein Leben friedlich ist, damit ich Harmonie in mir spüre, das, was ich tue, mit Leidenschaft mache? Was braucht es denn? Ja, da braucht es genau eine Sache oder ein Ding für, das bist du. Du kannst ja all das geben, was du dir so sehr wünschst für dein Leben. Klar, ist das toll. Das Leben mit einem Menschen zu teilen, mit dem man gleiche Interessen hat, der einen blind versteht. Und dahin soll es ja auch gehen. Aber Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du mit dir selber im Reinen bist, dein Herz. Liegt an Position 1 auf Herzensebene. Ja, du hast ein starkes Herz, ein liebevolles Herz, ein warmes Herz. Dann nutzt es doch. Nutze es doch in dieser Verbindung, weil es wird dich richtig leiten. Und achte noch mal so ein bisschen auf deine Art zu kommunizieren. Manche nehmen dem Otto schon das Endergebnis vorweg, unterstellen dem Otto, wenn sie sich melden, dass so nach dem Motto: Pass auf, jetzt bringe ich ein paar Beispiele. Ich möchte dich ja nicht nerven, aber ich wollte dich doch mal fragen, ob. Vielleicht schläfst du ja schon, dann hör dir diese Message morgen an. Ja, das mache ich auch schon mal. Also so nicht in Ottos Richtung, aber grundsätzlich. Da darf man immer wieder optimieren, weil wenn du was sagen möchtest, dann sag es einfach. Was der andere damit veranstaltet, das ist nicht mehr dein Business. Da musst du dich überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Wenn du dich für deine Präsenz entschuldigst, dann, ne, hier,
fehlt es noch ein bisschen an Krone auf dem Kopf, in der nächsten Zeit einfach noch mal ein bisschen besser auf die Art der Kommunikation achten. Ja, und hier möchte eine Überraschung auf dich zukommen und dein Herz spürt das bereits. Vielleicht gibt es ein Treffen. Oder aber es kommt eine andere Art der Überraschung um die Ecke. Also, er kommt um die Ecke und es möchte hier einen Neustart geben. Dieser Neustart wird aber nur stattfinden jetzt in den nächsten 24 Stunden, wenn du dein inneres Kind gut versorgt hast, dein altes Wissen anwendest und die Gehirnwindungen mal ein wenig verlässt. Ja, Schlange steht für Nebenbuhlerin. Ich weiß aber auch, dass im Kollektiv so manche gerne mal irgendjemanden sich vorstellen, um dann eine Berechtigung zu haben, in den Kopf zu springen. Die Schlange steht aber auch für Heilungen und wie gesagt, Wirrungen und Windungen. Das darf zurückgelassen werden. Also die Heilung darf kommen und der Rest darf zurückgelassen werden. Du bist herzlich eingeladen vom Universum an diese alte Verbindung zu glauben und dieses Seelenband nicht zu verraten und zu verkaufen. Was du letztendlich entscheidest, entscheidest du. So, Otto. Ja, Otto hat heute noch das Herz im Kopf. Das heißt mit anderen Worten, er denkt mal wieder viel über die Liebe nach, nutzt dafür auch seine Intuition. Wenn der Mond fällt, ist er gerade eher weich und emotional unterwegs. Ja, und schwelgt über vor Liebe, sucht auch nach Lösungen, weiß aber, dass er noch so ein paar bestimmte Verhaltensmuster, Gedankenmuster hinter sich lassen muss, damit er hier in die Befreiung geht. Sein Herz. Kommt wieder in seine Kraft, in seine Stärke und hat Bock auf Spaß, auf Lachen. Hatte jetzt genug traurige Tage und sucht die Leichtigkeit. Und er weiß, dass er mit dir von jetzt auf gleich in den Spielmodus gehen kann, dass ihr beide da euer inneres Kind sehr gut versorgen könnt gegenseitig, dass ihr da wirklich auch euer inneres Kind leben lasst, wenn ihr miteinander zu tun habt. Und das danach schreit gerade sein Herz. Und was zeigt sich so im Außen? Guckt doch mal, wie schön ihr euch hier spiegelt. Wo ist das Problem? Da, ne, also natürlich, klar, verstehe ich alles, war ja nun auch lange Zeit. Ja, das, was den Herrn Otto noch so ein bisschen ausbremst, ist das Finanzielle. Der wünscht sich genauso diese Veränderung wie du. Ist auch im Gefühl, aber hier, ne? Oder er hat keine Lust mehr auf Mangeldenken. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Das kann auch unterschiedlich sein. Das kommt darauf an, wie weit dein Otto schon ist. Aber er glaubt an diese Verbindung, kommt auch wieder bei sich an. Und wenn er bei sich ankommt, dann, wenn er ist, wenn er wirklich er ist, ohne vernebelt zu sein, dann ist er sehr lichtvoll, ne, wird diese dunklen Wolken hinter sich lassen und ein Stück weit mehr in die Heilung gegangen sein. Und was er sich gerade anguckt, das ist, wie sähe es denn aus zu ernten? Wie sähe es denn aus mit Wunscherfüllung? Das guckt er sich gerade an. Ich habe so im Gefühl, Januar, Februar ist für viele jetzt ja eine Zeit, wo Entscheidungen getroffen werden. Er sagte von Herz zu Herz Folgendes. Dankeschön, das sagst du ihm. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke bitte stets daran, ich liebe dich.
Bei manchen Ottos, wo der Kandelaberkaktus auf Kollektivseite zu aktiv ist, sagt der Otto, nee, nee, ich brauche eine Frau, die weich ist, die gütig ist, die sich nicht verstecken geht, die wahrhaftig ist und so weiter und so weiter. Du sagst, ja, Otto, okay, ich bin bereit und du hörst auch auf, ihn da irgendwo in einer Art und Weise gängeln zu wollen. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Und wenn du auf die Nase fallen willst, dann fall. Ich bin jederzeit da. Heißt nicht, dass ich mir alles mit anschaue. Ich kann dich inspirieren, Dinge anders zu machen. Aber wenn du stur immer wieder das gleiche Rädchen drehst, dann dreh es. Dann mache ich in der Zeit was anderes, was mir gut tut. So, lassen wir das mal stehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt mir gesund. Erfüllt euch selbst. Ja, und lasst es euch einfach gut gehen, mit oder ohne Otto an der Seite. Bis dahin.